Ja, hallo, ich zeige Ihnen jetzt in diesem Video einmal, wie Sie Ovale anlegen können. Ovale verhalten sich ja so ähnlich wie Kreise. Na, trotzdem gibt es hier diverse Unterschiede und die möchte ich Ihnen hier einmal zeigen. Also wieder Put. Put braucht wieder unseren Startwert. Nimm jetzt wieder 2020. Jetzt wieder der Befehl, der ausgeführt werden soll. Und für Ovale lautet dieser Oval. Jetzt die Besonderheit: keine geschweiften Klammern, sondern runde. Dann legen wir solch ein Gebilde einmal an und er sieht dann hier folgendermaßen aus. Na, ich habe hier noch einmal rangezoomt und ja, Sie sehen es hier, schon wieder die LaTeX-Warnung. Und daher verändern wir diese Werte einmal. Sie müssen darauf Acht geben, dass hier diese horizontale Linie, also die Ausmaße der X-Achse sozusagen, maximal 15 mm sind. Ansonsten ja, werden die automatisch hier auf 15 heruntergesetzt. Ja, Sie können hier auch weitere zusätzliche Parameter angeben. Diese in eckigen Klammern. Na, hier auch wieder links, rechts, oben, unten. Also zunächst einmal links. Ja, also der linke Container, der rechte. Na, ich zoome hier auch ran, dass Sie auch was später dabei erkennen können. Top für oben. Und zum Abschluss noch das unten, below. Na, ja, das wären diese vier Parameter hier und sozusagen die grundlagen, wie sie hier ovale in latig erstellen können. okay.